Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In den letzten Tagen war der Content ein bisschen schwach. Also ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass ich nicht so viele Videos produziert habe, weil es einfach keine Themen gab, die man besprechen konnte. Aber in diesem Video sprechen wir über den neuen Hotfix, über den heutigen mega krassen Itemshop und allgemeine Informationen für neue Waffen und so weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, drückt gerne auf den Abo-Button, um up to date zu bleiben. Und wenn das Video euch gefallen oder informiert hat oder unterhalten, würde ich mich über ein Like freuen. Aber wir gehen direkt zum Itemshop hin, denn dort gibt es mega, mega nice Sachen. Und erstmal muss ich die Rotblindheit hier ausmachen, bevor das scheiße aussieht. Erstmal haben wir ein neues Emote Überlebendenüberschlag. Das ist das nächste Icon Series Emote ohne Musik. Also ich sehe hier, oder ich höre keine Musik, irgendwie ist einfach nichts hier los. Aber trotzdem für 200 V-Bucks, das erste 200 V-Bucks kostende Icon Series Emote, könnt ihr euch kaufen. Aber ansonsten haben wir die restlichen Items hier, bla bla bla. Und ein neues Musikpaket abgeholt. Leben. Das ist von dem einen Emote, was ich auch habe. Ist auch nice. Und dann haben wir zum ersten Mal drei neue oder ja doch eine oder drei neue Itemshop-Sektionen. Mindestens ein Jahr im Tresor. Das heißt, alle Gegenstände, die ihr gerade seht, sind ein Jahr. Die sind seit mindestens einem Jahr nicht mehr im Shop gewesen und sind wieder da. Und das könnte bedeuten, dass wir in Zukunft weitere von diesen Sektionen zu Gesicht bekommen werden. Also alte, sehr seltene oder alte Items könnten wiederkommen und unter anderem vielleicht Travis Scott oder wie gesagt, keine Ahnung, zum Beispiel Recon Expert, wobei Recon Expert jetzt nicht der seltenste Skin ist, aber wir haben hier mega nice Skins, unter anderem Knochenwespe, Feldsanitäterin, dann haben wir auch noch hier Astro-Assassinen, mega, mega nice Skin, aber bei diesem Skin ist sehr nice zu bemerken, dass dieser Skin hier eine rote Variante anzeigt, also bei dem Cover oder bei der Shop-Position oder bei der Pose allgemein, sieht man einen roten Style, der bis jetzt noch nicht bei dem Skin erhältlich ist. Also der Skin könnte eventuell in Zukunft einen roten Stil bekommen, einen weiteren Stil, vielleicht mit dem nächsten Update, weil wir jetzt gerade diesen roten Stil sehen können. Aber ich glaube, die wichtigste Reihe ist das mit den Emotes. Als allererstes haben wir hier Lama Konga für 500 V-Bucks, auch mega nice und schrullig. Mein seltenstes Emote im Spind. Ich hatte das vorher schon und das war, glaube ich, seit über 700 Tagen nicht mehr im Shop und jetzt ist der OG Besitzer Kappa. Muss jetzt zusehen, wie das Emote wieder da ist. Danach haben wir Hampelmann für 200 V-Bucks, Faustjubel für 200 V-Bucks und als letztes noch keine Ahnung oder KA. Als letztes haben wir noch die Fortnite Lava Legenden Paket, die Spitzhacken und das Anime Legenden Paket, was jetzt wieder da ist. Wenn ihr mich supporten möchtet, benutzt gerne meinen Supporter Creator Code LightSky10 im Fortnite Item Shop. Würde mich freuen, wenn ihr mich da supporten würdet. So, dann kommen wir direkt zu dem Hotfix. Und zwar wurden zwei Waffen geändert oder aktualisiert. Einmal der Recycler oder der Wiederverwerter und die Uhrzeitschrotflinte. Die wahrscheinlich krasseste Waffe in dem Spiel aktuell oder die krasseste Waffe im Spiel überhaupt. Seit 3,5 Jahren ist es wahrscheinlich die overpowerste Waffe, die wir gesehen haben oder die wir spielen konnten. Diese Waffe wurde jetzt wirklich sehr, sehr, sehr krass genervt und die wurde viel, viel schwächer gemacht. Und wir besprechen das mal und schauen uns die genauen Statistiken an. Aber der Recycler hat auch einen Buff bekommen. Also diese Waffe, der Recycler wurde nicht schlechter gemacht, sondern einfach verbessert. Aber wir fangen direkt mit der Urzeitschrotflinte an. Der Schaden von dieser Urzeitschrotflinte wurde reduziert und die Zeit zum Herausziehen dieser Waffe wurde erhöht. Also man braucht länger, um die Urzeitschrotflinte rauszuholen. Und dann gibt es auch die Statistiken, wie viel Schaden jetzt die Waffe nach diesem Hotfix macht. Als allererstes in der gewöhnlichen, das heißt grauen Variante oder Seltenheitsstufe, hat es 54 Schaden gemacht, jetzt macht es 45 Schaden, also 10 Schaden weniger. In der ungewöhnlichen Variante, sprich grünen Seltenheitsstufe, hat es 57 Schaden gemacht und wurde auf 47 Schaden reduziert. Dann in der seltenen Seltenheitsstufe von 60 auf 50 Schaden reduziert. In der epischen Seltenheitsstufe von 63 auf 52. In der legendären Seltenheitsstufe von 66 auf 55. Und in der mythischen Variante von 69 auf 57. Also ihr seht schon, der Schaden von der OZ-Schrotflinte wurde krass reduziert in allen fünf verschiedenen, in allen sechs verschiedenen Seltenheitsstufen, wobei die mythische Variante nur in der Mitte bei The Spire geholt werden kann, wenn man die Spire-Assassinen
Assassinen eliminiert. Und außerdem, wie gesagt, wurde der Schaden, die Zeit zum Herausziehen der Urzeitschrotflinte erhöht. Ich glaube so um 17%, wobei ich bei den Statistiken von dieser Änderung nicht sicher bin. Dann kommen wir zum Wiederverwerter bzw. zum Recycler. Diese Waffe hat einen Buff bekommen bzw. sie wurde verbessert. Und zwar macht die Waffe jetzt 50% mehr Schaden an Gebäuden. Sprich, man, wenn man die Kanone schießt oder Schrott schießt, da macht das 50% mehr Schaden an Gebäuden, als es vorher war. Und ich denke mal, das sollte ein eine krasse Verbesserung sein oder ein sehr gutes Update zu diesem Recycler, falls das zu schwach war an Gebäuden oder zu wenig Schaden gemacht hat an Gebäuden. Und außerdem sammelt diese Waffe oder der Recycler nun seine Munition schneller ein. Also ihr wisst ja, wenn man keine Munition mehr im Recycler hat, kann man irgendwelche Objekte nehmen, egal ob Straßenlaternen, Bänke, keine Ahnung, Bäume, Steine oder sonst was, kann man ja aufsaugen, um das als Munition zu verwenden für den Recycler oder einfach Schrott einzusaugen, damit man das im Inventar hat oder mit dieser Waffe überhaupt schießen kann. Und jetzt kann man einfach nach diesem Hotfix die Munition oder Objekte schneller aufsaugen und das sollte auch ein krasser Buff sein für diese Waffe. Springen wir direkt zum letzten Thema oder zu neuen Waffen, die jetzt in das Spiel reinkommen werden. Insgesamt glaube ich 5 Waffen, die einige Strings bekommen haben und also die unfertig sind, die verworfen wurden oder die wir jetzt noch bald mit den nächsten großen Updates erhalten werden. Unter anderem wird es ja 4 exotische Gegenstände geben, die NPCs auf der Insel verkaufen werden. Unter anderem Rebirth Raven wird ja den instabilen Bogen verkaufen oder Lara Croft, glaube ich, den Greiferbogen. Danach wird es eine exotische Variante von der Leuchtpistole geben und noch eine exotische Variante, glaube ich, von dem Revolver. Ich glaube, Marksman Revolver sollte das heißen. Aber jetzt gab es einige Strings mit dem letzten großen Update oder mit einem Hotfix. Und diese Strings oder diese Dateien, die gefunden wurden, deuten einfach auf 5 weitere Varianten von bestehenden oder aktuell verfügbaren Waffen hin. Und zwar haben wir einmal den gewöhnlichen Wiederverwerter. Also der Recycler hat in den Dateien die gewöhnliche Variante, sprich die graue Variante, welche sehr schwach sein sollte. Danach haben wir den ungewöhnlichen Wiederverwerter, also den grünen Wiederverwerter, wobei das auch sehr schwach sein sollte. Danach haben wir den mythischen Wiederverwerter. Der sollte im Gegenteil sehr, sehr, sehr stark sein und eventuell, weil es in der mythischen Seltenheitsstufe ist, könnten wir diese Waffe dann, wenn es überhaupt in das Spiel reinkommt, bei einem Boss bekommen, wenn wir diesen Boss eben eliminieren oder wenn wir die einfach von einem NPC kaufen. Danach gibt es noch eine mythische Variante von dem Mechanic Boombogen. Der Boombogen oder von dem Explosiv oder Boombogen, ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja nur Flammenbogen, Stinkbogen und Boombogen, wie gesagt. Also diese 3 Varianten, abgesehen von den Mechanic und Urzeit-Varianten. Aber es soll halt eventuell im Laufe von dieser Season eine mythische Variante von diesem Mechanic Boombogen geben, die man abfeuern kann und da, wo der Boombogen quasi explodiert und Bomben rausschießt. Das sollte es dann auch in der mythischen Seltenheitsstufe geben, wenn Epic überhaupt sich dazu entscheidet, diese Waffe zu veröffentlichen. Und als letztes haben wir noch das mythische Urzeitgewehr. Also Urzeitgewehr ist ja sowieso extrem präzise und sehr stark. Und wenn es jetzt noch in der mythischen Seltenheitsstufe rauskommt oder vielleicht bei einem NPC oder bei einem Boss zu verkaufen ist oder nur bei einem Boss zu kriegen ist, wenn man ihn eliminiert, dann wird das eine sehr, sehr, sehr starke Waffe sein. Und egal wo der Boss sein wird, wird es ein sehr, sehr, sehr großer bzw. sehr beliebter Hot Drop sein. Das sind jetzt die 5 möglichen neuen Waffen, möglich ist halt das Keyword hier, das Schlüsselwort, was ihr beachten solltet. Also es ist nicht bestätigt, dass überhaupt diese Waffen im Laufe von dieser Season oder im Laufe der nächsten Monate überhaupt in das Spiel reinkommen werden, sondern es ist einfach nur in den Dateien und es gibt einige Hinweise in den Dateien. Erste Strings, erste Dateien, wie gesagt, und die ersten Hinweise, dass wir so ähnliche Waffe bekommen könnten. Könnte einfach nur eine Idee von Epic Games gewesen sein, die man jetzt verworfen hat. Aber das war's mit dem Video, Freunde. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Content im Laufe von dieser Woche, aber in 4 Tagen sollte das nächste große Update aka Version 16.20 rauskommen und dort sollten wir wieder mal einige Sachen bekommen, worüber man sehr viele Videos machen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, wie das Video euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.